Die der wieder was, Alter. Der ist ja. Sometimes when people use it, they pass out. Ah. They collapse. You can pass out? Yeah, that's possible. Oh Leute, Mann, ihr macht mich fertig. Oh Gott, ich hab wirklich ein bisschen Schiss. Alter! Es geht um Lachgas, weil das soll ja the shit sein. Auf YouTube, Facebook, Insta, alle reden drüber oder probieren es sogar aus. Aber der Konsum ist in Deutschland illegal. In den Niederlanden, wo wir gerade sind, hallo Amsterdam, ist das ganz anders. Hier kann man es ganz legal kaufen und konsumieren. Aber ist Lachgas denn jetzt die neue Partydroge? Was steckt dahinter? Gibt's Risiken? So. Was für Effekte hat Lachgas? So, und weil Party machen alleine so langweilig ist, habe ich meine neue Kollegin Nadine dabei. Übrigens, ich habe Lachgas noch nie ausprobiert. I know. Deswegen bist du auch da. Ich schon. Ich fand's jetzt nicht so geil und deswegen frage ich mich, warum geht hier jeder so steil drauf? Hab ich das richtige Zeug genommen? Was ist los? Wir werden's recherchieren und dann schauen wir mal am Ende des Abends. Nehmen wir's nicht. Auf geht's, ne? Yeah! Ich bin jetzt echt gespannt, was der Abend noch so bringen wird. Als erstes sind wir mit Marc verabredet. Der Drogenexperte betreut unter anderem junge Leute auf Festivals im Umgang mit Drogen. Marc, ne? Marc. Hi, Nadine. Marc, willkommen in Amsterdam. Dankeschön. Ja. Thema Lachgas. Ja. Ist es denn auch so ein Trend hier? Also ist es so groß, wie alle schreiben? Ja, es ist populär. Und wurde es in den letzten Jahren mehr? Ja, aber das mache ich einfach auf Englisch, okay? Mhm. Okay? Ja. Yeah, since 2016, when the European Court said it is not a medicine anymore, it's not under medicine law, but it's food commodity law, it became more popular and more mainstream. And that's why more people started to use it. And who use it? There's no specific demographic. Young people start using when they're 15. Normally, about 5 to 8% of the Dutch people used lachgas ever. But if you do the same survey in the nightlife, half of the people used laughing gas one time in their life. Only a very small amount of people start using daily. Bei uns in Deutschland ist der Konsum von Lachgas zu Berauschungszwecken illegal. Trotzdem, 12% der 15- bis 18-Jährigen haben schon mal Lachgas probiert. Und Mark? Did you? I was born in Amsterdam, so it was a part of my education. Okay. We talked about it, but can I show you around in the Amsterdam Center for a bit? Okay. Oh, yeah! Follow me! We talked about who's taking it and when you take laughing gas, but where do the people take it? Normally, you could get laughing gas anywhere. It was possible to buy in supermarkets or retail stores or online, but also because it became more popular, it was also possible to buy it on festivals and in clubs. Ah, okay. So there was a big tank, laughing gas tank, and you could buy a balloon for a few euros, and then you were zipping on the balloon at the bar. And you say it was. What happened that it isn't anymore? In the years that it became more popular, there also were more problems. You saw a lot of people gathering in parks on the streets, and there was a lot of nuisance. And also, with these small cartridges, they threw it on the street. So all parks and school areas were all filled with these cartridges. So in different cities, they started to act on it. And what they did is they started to forbid the clubs and the bars to sell it. Konsequenz: Hier in der Innenstadt ist Lachgas seit September 2019 verboten. What do you think about it? What is your opinion? My personal opinion is when you forbid something, it won't really help. Maybe you got a less pollution, but if somebody wants to use to try and to experiment, it's very easy to get. Die Verkäufer halten sich jetzt direkt an der Grenze zur Innenstadt auf. Und mit einem von ihnen sind wir jetzt verabredet. Boah, und ich bin mir immer noch unsicher, ob ich es heute probieren will. Ich will mir jetzt, glaube ich, erstmal den Typen angucken, der uns das Lachgas gibt und vielleicht auch mal so einen Luftballon in der Hand halten. Mhm. Und dann werde ich sehen, was mein Gefühl sagt. Okay. Was noch ganz wichtig ist zu sagen, das soll hier keine Werbung zum Drogennehmen sein. Aber es gibt dieses Thema, wir wollen es differenziert beleuchten und besprechen. Und deswegen gibt es auch einige Quellen, die man dann konsultieren muss. Und dazu gehört auch ein Lachgasverkäufer. Hi, excuse me. Are you Dennis?
Yeah, that's me. Ah, perfect. Hi, Ariane. Hi, nice to meet you, Dennis. Hi, Nadine. Nice to meet you. Nice to meet you. And that's the place to be? The place where you can buy the lovely balloons. Okay. And how much is one? You can order one balloon for 5 euros and three balloons for 10 euros. Special offer. And how many balloons do you sell per night? It depends on the evening. It's a summer business. Ah. So okay. In the summer times we sell like thousands of balloons in a night. Thousands of balloons. How? Just with our delivery bicycles, as you see. This is the like Imperium. Pizza. Yeah, it is something like a pizza delivery. But instead of pizzas, we are delivering laughing gas balloons. Okay. How many balloons per day do you take? Yeah. I don't do daily the balloons. Mm-hmm. And if I do it on a day, I don't get more than 30 balloons or 20 balloons. 30? Ach ja. Something like this. Und auch wenn der Typ ein echter Weirdo ist, das hier ist total legal. Jetzt zieht der wieder was, Alter. Der ist ja, du bist ja krasser auf, Mann. But why do we know that it's like 100% laughing gas? Like you are just like here on the street, it could be everything. It might be, exactly. But that's the difference between a legal company and illegal street dealers. By illegal street dealers at the street, who hasn't stuff like this, or a legal company, you're totally true. You can say they are maybe selling other stuff. I was in Cambodia. Yeah. And in a bar. Mm-hmm. And I took that one. And I thought I'm just gone. Because your body doesn't know how to react at that moment to the balloon. Maybe it was your first time. Yes. And that's now when I take it now, it's different? It's different. It's like the same time that I was drinking beer. The first time that I drink one beer, I was like, whoa, what the fuck is going on? Yeah. My head was going like this, spinning all this. And now I can drink like 10 beers and I can still talk with you about a lot of things. So, ladies, you want to try out some UFO gas? A minute? A last minute? Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, als wir sagten, dass es keine Werbung für Drogen ist und dass es eine differenzierte Berichterstattung ist. Und in einer differenzierten Berichterstattung kommt auch eine Medizinerin zu Wort, die ich jetzt gerne konsultieren würde. Besser ist es. Ich brauche das auch nach der Situation hier. Finde ich jetzt meine Meinung von der Ärztin richtig gut. Das ist Lisa, die ist Ärztin. Die sitzt nicht immer in einer dunklen Gasse. Wir haben sie herbestellt, dass die so nah wie möglich an dem Dude ist. Also falls wir diese Ballons dann tatsächlich ziehen oder was man auch immer sagt, dass jemand da ist. Und Lisa kennt sich aus. Sie ist nicht nur Notärztin, sondern informiert ehrenamtlich Jugendliche über den Umgang mit Drogen. What do you think about laughing gas? For me as a doctor, I don't see the problem on my work. Not a lot. Sometimes when people use it and they stand and then they pass out, they collapse. You can pass out? Yeah, that's possible for a couple of seconds. And then they they fell on the street or something. So they have a little wound on their head, something like that. I took it once and I felt like very dizzy. It's like, but what does it with my body? When you inhale it with the balloon, then the gas is going inside your lungs and it goes in the blood and it goes to the brain. Mm-hmm. You have some receptors, some things in your brain, mm-hmm. Which cause normal hearing, normal vision, normal feeling. And if you use the laughing gas, the gas will block this this process, and then your hearing, your vision, everything will change. Some people experience like a strange vision, or some other people hear like strange music, and other people can get dizziness, you can vomit, or you can pass out for a couple of seconds. Richtig gefährlich kann es werden, wenn man Lachgas falsch einnimmt. Zum Beispiel das Gas direkt aus der Flasche oder Kapsel inhaliert. Dann kann es zu Erfrierungen im Mund und in den Atemorganen kommen. Beim legalen Verkauf von Lachgasballons, wie hier, kann das aber nicht passieren. And when Dennis says he's a legal dealer, everything is safe, the quality is perfect, is that right? I think it's all the same. It's just laughing gas. Bei Überdosis oder regelmäßigem Konsum über lange Zeit kann es auch bei Lachgas dauerhaft zu Schädigungen des zentralen Nervensystems, Gefühllosigkeit und Lähmungen kommen. Aber laut dem Center for Drug Research der Uni Frankfurt ist der Lachgaskonsum bei nicht übermäßigem Konsum unbedenklich. Okay, Lisa, if I want to take it tonight, what would you recommend me to be in the best situation I could be to take laughing gas for the first time? Okay, yeah, I think you're with a good friend, so that's
a good start. And so it's always important to sit down, so on a couch or maybe on the ground, so that you can't fall on the floor and don't hurt yourself. And then, yeah, just relax and yeah, take it without other drugs, without alcohol. Okay. Then it should be safe. Okay. Wer regelmäßig Lachgasballons inhaliert, braucht irgendwann immer mehr davon, um den Kick zu bekommen. Körperlich abhängig wird man nach aktuellem Stand der Forschung aber nicht. Und? Was sagst du jetzt? Also, wenn ihr beide dabei seid, Lisa, you will stay here? Yes, of course. Okay. And I sit down, I'm here with a good friend. Ja, ich glaube, dann würde ich es probieren. Was, und du, machst du mit? Ich guck mir das jetzt mal bei dir an. Jetzt holen wir vielleicht eventuell ein paar Luftballons und dann kommen wir wieder. Okay, I will stay here. Gut, equipped. No pressure. Yeah, just breathe in and breathe out, and I think you will feel before you're going to pass out, so then you can stop. Just do it so lange in out, like 10 or 20 times. A lot. In yeah. Yeah. Oh Leute, Mann, ihr macht mich fertig. Das wusste ich auch nicht. Oh Gott, ich habe wirklich ein bisschen Schiss. Okay, let's start. No, inside the balloon. You can do it inside. Yeah. Yeah, perfect. That's good. You're doing fine. Ja, also ist alles benebelt. Also steigt komplett einmal hoch. Also ich spüre auf jeden Fall was. Ja, nee, das ist wirklich. Guten Morgen. Nee, das ist wirklich. Ist es morgen zu laufen? Nein, du musst halt. Jetzt geht's weg. Doch, jetzt geht's gerade weg. Nee. So lange war das jetzt? Wirklich. Ist immer noch ein bisschen. Nein, aber es, also wartet, jetzt wird es weniger, aber es ist immer noch ein bisschen da. Es steigt dir komplett in den Kopf. Also jetzt, guck mal, ich habe es immer noch. I really, literally feel it still a bit. Yeah, it's possible. They advise you to don't drive for a couple of hours, so you can still feel it. No, I still, like, it's like, what is Nebel in English? Like dizzy. Ah, okay, yeah. And then you start laughing, like I did. And then you laugh, and then it's getting more. And now, like, now it's gone, but it's still a bit dizzy. Like, I would say, I still feel a bit dizzy. Okay, ich probier's auch noch mal. Ich hol mal erstmal ein bisschen Luft. Okay. Ich würde kleiner. Du musst mehr einatmen. Eieiei. Oh, fuck. Ich mag's nicht. Ich mag's einfach nicht. Das ist alles. Also Punkt 1, ich muss überhaupt nicht lachen. Warum tut er nicht so? Ich muss überhaupt nie lachen. Du bist so ein bisschen entrückt von dir selbst. Ja. Und das finde ich einfach nicht geil. Warte, ich warte kurz, bis es vorbei ist. Das dauert nämlich noch. Ja. Ja, ich verstehe nicht, warum das so Trend geworden ist, ehrlich gesagt. Es haut dich halt komplett einmal kurz raus, ohne dass du dich irgendwie zu einem so einem Stadion kommen musst. Du nimmst halt so einen Luftballon und bist einmal komplett weggeflasht. Also es ist wie so ein Austreten aus einem selber. Es ist so ein Schwall und du, als würdest du so neben dir stehen. Ja. So richtig so busch. Nee, ich werde kein Fan mehr. Ihr könnt mir hier unten in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen mit Lachgas sind, wenn ihr welche hattet. Wenn nicht, ich sag's euch, es lohnt sich nicht. Ich fand's spannend, wie mein Körper darauf reagiert hat. Einmal ausprobieren finde ich gut, um das Gefühl zu haben und es zu kennen. Muss man aber auch nicht. Also keiner muss es ausprobieren. Nee. Apropos ausprobieren, hier habe ich mal K.O.-Tropfen ausprobiert. Würde ich jetzt eigentlich merken, wenn es bei mir im Drink wäre und wie wirklich auf andere. Und hier könnt ihr alle unsere Videos zu allen Selbstversuchen sehen. Und hier könnt ihr ein Abo dalassen. Also wenn das mal nichts ist, dann wissen wir auch nicht. Nee. Ich sag's ja, heiße Luft und viel Plastik drumherum.